Hey Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy und heute zeige ich euch, wie ihr die Rüstung des Death Guard Marines bemalt, den ihr in unseren letzten zwei Tutorials sehen konntet. Viele von euch haben gefragt, wie man das macht und deswegen dachten wir uns, zeigen wir euch das jetzt einfach mal, denn eigentlich ist es ganz leicht. Ihr könnt das Ganze auch theoretisch ohne Airbrush machen, dazu komme ich aber gleich nochmal kurz. Wir fangen also damit an, erstmal unseren schwarz grundierten Marine komplett mit Death Guard Green einzusprühen. Das muss nicht perfekt decken, es soll einfach nur schon mal eine erste Grundschicht sein, damit die Farbe schon mal da ist. Als nächstes nehmen wir Nargaroth Knight von Citadel und machen damit die Schatten. Das Ganze darf euch ruhig ein bisschen extremer sein, denn es wird nochmal sehr stark abgeschwächt, wie ihr gleich sehen werdet. Ich gehe also hin und halte das Modell während des Airbrushens in einem ziemlich steilen Winkel, um wirklich alle unteren Flächen des Modells zu erreichen. Das klappt natürlich nicht so gut an den Beinen, weil da einfach die Base im Weg ist. Da kann ich aber einfach mit der Airbrush gezielt den Schatten setzen, da wo ich möchte. Auch an solchen Flächen wie an dem Helm an der Unterseite komme ich durch dieses steile Halten nicht dran. Das heißt, da muss ich einfach, ja, selber hinsprühen, wo ich eben denke, dass der Schatten gut aussieht. Hier ist auf jeden Fall mehr, denn wie gesagt, es wird nochmal sehr viel abgeschwächt. Deswegen macht da ruhig ordentlich Lila drauf, damit es schön intensiv wird. Als nächstes kommen wir zum Highlighting. Dafür nehmen wir Ivory und sprühen jetzt im Prinzip genau in die andere Richtung. Wir nehmen das Modell von oben und sprühen komplett Ivory drüber. Achten dann aber auch nochmal nach dem ersten zenitalen Übersprühen an bestimmte Stellen, um die nochmal zu verstärken. Besonders sowas wie der Helm, die Schultern, die Knieplatten, hinten ein bisschen das Rückenmodul und ja, diese Hinterrüstung? Das, was am Po ist. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Jetzt sieht das Ganze ziemlich seltsam aus und ihr denkt euch, wie soll das eigentlich zu dem Marine aus den letzten Videos werden? Dafür nehmen wir jetzt nochmal unser Death Guard Green. Und das wollen wir jetzt einfach nochmal stärker verdünnen, dass wir einen Filter bekommen. Das heißt, es sollte am Ende, ich sag mal, ein Mischverhältnis von einem Part Death Guard Green zu drei Parts Finna haben. Damit sprühen wir jetzt wirklich vorsichtig über das gesamte Modell. Es soll eine leichte Filterschicht sein, deswegen dürfen wir hier auch wirklich nicht zu viel auf einmal sprühen. Dazu kommt, dass unsere Farbe extrem flüssig ist und wenn wir zu stark und zu harte Sprühstöße geben, dass auch einfach wieder dieses Spiderwebbing entsteht und uns das ganze Modell versaut. Deswegen hier einfach vorsichtig und sanft den Trigger der Airbrush benutzen, um in Schichten langsam die Farbe wieder aufzubauen. Und da werdet ihr sehen, wie stark das Lila doch wieder verblasst. Aber an den Highlight-Stellen, dass Death Guard Green schon heller ist als eben an den dunklen Stellen. Wenn das geschafft ist und ihr damit zufrieden seid, machen wir noch einmal schön Satinlack über das Modell. Und hier ist es auch wirklich wichtig, dass ihr Glanz oder Satinlack benutzt, denn das wird uns bei unserem nächsten Step helfen. Hier der kurze Zwischenschritt, falls ihr das Ganze nicht mit der Airbrush machen wollt, könnt ihr das auch relativ gut einfach mit Sprühgrundierungen machen. Hier lassen wir in dem Fall das Lila weg, weil wir das eh gleich nochmal reinglasen werden. Das heißt, ihr nehmt euer schwarz grundiertes Modell, sprüht es mit einer weißen Dose zenital an und schaut dann, dass ihr vorsichtig mit der Sprühgrundierung Death Guard Green genau diesen Effekt erzielt, den wir jetzt gerade mit dem Filter mit der Airbrush gemacht haben. Und dann könnt ihr im Endeffekt auch genau da weitermachen, wo wir jetzt weitermachen. Denn jetzt wollen wir unsere Schatten wieder verstärken, denn das sollen wirklich schöne, intensive lila Schatten werden. Dafür nehmen wir uns dann wieder das Nargaroth Knight und verdünnen das auf der Palette ziemlich gut mit Wasser. Wichtig ist, dass wir uns aber einen kleinen Verlauf auf der Palette ergeben, dass wir an manchen Stellen wirklich Farbe aufnehmen können, die mehr verdünnt ist, aber auch Stellen auf der Palette haben, wo sie weniger stark verdünnt ist, je nachdem, wie stark wir den Schatten an bestimmten Stellen setzen wollen. Der Satinlack macht hier wirklich die meiste Arbeit, denn jetzt können wir uns die verdünnte Farbe einfach auf eine Stelle packen, wo wir sie gerne intensiver hätten, und danach den Pinsel kurz auswaschen und feucht mit etwas frischem Wasser wieder zurück aufs Modell gehen und das Ganze einfach verwischen. Ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ihr mit Aquarellfarben auf einem Papier malt. Ihr macht irgendwo Farbe hin, könnt dann aber einfach wieder frisches Wasser nehmen und das Ganze ausblenden. Das funktioniert super einfach und dadurch, dass wir durch den Satinlack eine glatte Oberfläche auf dem Modell erhalten haben, wird es auch so gut wie gar nicht fleckig. Wenn ihr Mattlack benutzt, könnte es wiederum fleckig werden, weil das Ganze auch einfach nicht so glatt ist, ja. Das ist wirklich das Problem beim Mattlack, der lässt das Modell eben etwas rauer als jetzt Satin oder Glanzlack. Ihr müsst aber auch aufpassen, je nachdem, was für einen Glanzlack ihr habt, der nachher zu glatt ist, hält das nicht an den Stellen, wo ihr es wollt und es fließt im Endeffekt immer nur wieder in die Rillen wie ein Shade. Man bekommt schnell ein Gefühl dafür, an welchen Stellen man wie viel verdünnte Farbe man nehmen sollte.
Das heißt, an wirklich dunklen Stellen nehme ich das Nagel of Night auch wirklich nur fast normal verdünnt, wie wenn ich normal damit malen würde. Und eben an Stellen, die etwas weiter oben liegen, aber trotzdem noch einen etwas intensiveren Lila-Stich bekommen sollten, nehme ich eben das ganz stark verdünnte. Und dann geht das Ganze immer wieder von vorne los. Ich nehme mir Farbe auf das Modell, mache den Pinsel sauber, gehe mit dem frischen, nassen Pinsel wieder aufs Modell und verwische das Ganze. Das ist wirklich kinderleicht und wie ihr seht, habt ihr am Ende ein super tolles Ergebnis. Um die Rüstung jetzt natürlich noch ein bisschen abzurunden, machen wir noch eine Kante mit Creek Khaki von Citadel. Das auch einfach an den typischen Stellen, wo ihr Kanten setzt. Das mache ich bei den DevGuard auch immer ganz gerne an diesen kleinen Einbeulungen, die sie in der Rüstung haben. Da immer einfach auf die untere Hälfte, dann stechen die nochmal richtig schön raus. Sind wir mit unseren Kanten zufrieden, kommen wir auch eigentlich zu den ganzen restlichen Grundfarben. Ich beginne hierbei mit den Metallfarben, da die doch einen sehr großen Anteil eines DevGuard Marines ausmachen. Für das Bronze benutze ich Balthasar Gold. Ich finde, das hat genau den richtigen Stich für DevGuard. Es ist leicht rötlich, aber eben nicht zu rötlich wie zum Beispiel Old Copper von Scale. Für das Silber kann man an sich auch nehmen, was man möchte. Ich habe mich jetzt für Fresh Metal von Scale 75 entschieden, einfach weil es einen leichten Braunstich hat, wie ich finde, und nicht zu dunkel ist. Ich finde nämlich, auf zu dunklem Metall sieht Weathering später auch einfach nicht mehr so gut aus, weil es halt auch einfach zu dunkel ist, als dass es schön wirken könnte. Die restlichen Grundfarben, die ich verwendet habe, sind Heavy Charcoal für den Bolter und noch ein paar restliche schwarze Details, Rackard Flash für alles, was Horn oder Zähne sind, Screamer Pink für was ich hier an fleischlichen Sachen hatte, zum Beispiel an den Ketten unten, da ist so ein bisschen verwachsenes Gewebe. Das Screamer Pink könnt ihr auch genauso, wie ich es jetzt hier für dieses Gewebe benutzen, für den ganzen Stoff nehmen, was ihr bei den DevGuard habt. Der DevGuard hier hatte jetzt tatsächlich keinen Stoff, aber der aus den letzten Videos hatte das und da habe ich es genauso auch gemacht. Bei den Tentakeln benutze ich drei Grundfarben und mische diese auf dem Modell nass in nass. Das kann man auch ruhig ein bisschen matschen und ein bisschen unordentlich machen, weil es ist nun mal halt eine organische Oberfläche. Die darf ruhig etwas rauer aussehen und muss nicht perfekt geblendet sein. Ich finde, bei den Tentakeln von den DevGuard kann man ruhig knallige Farben benutzen und die dürfen auch ruhig richtig rausstechen. Deswegen mache ich bei den Tentakeln hier einen Nass-in-Nass-Verlauf von Cabellite Green ins Blue Green von Vallejo und schlussendlich in unser Nagaroth Knight von Citadel. Nachdem ich alle Grundfarben aufgetragen habe, tusche ich alles einmal mit Argax Earthshade ab. Alles außer die Tentakel und unsere grüne Rüstung. Denn unsere grüne Rüstung hat ja schon den Schatten durch das Lila bekommen und die Tentakel sollen nicht so schmutzig werden, damit die noch richtig schön knallen. Und jetzt kommen wir zum Highlighten. Und hier mache ich jetzt etwas, was Leuten mit wenigen Farben wirklich gut gefällt. Denn ich nehme einfach die Grundfarbe jeder Fläche und mische etwas Ivory rein. Wie ihr wisst, ist Ivory eine Farbe, die wir absolut lieben und eigentlich sagen, die sollte jeder zu Hause haben. Und hier seht ihr jetzt auch genau warum. Ich kann wirklich jede Fläche einfach mit Ivory aufhellen oder zum Beispiel bei den Knochen und Zähnen Ivory direkt als Highlight-Ton benutzen. Für die Hörner nehme ich mir jetzt noch etwas Dryad Bark und mache auch da einen kleinen Verlauf über das Rackard Flash. Das heißt, ich mische mir erstmal etwas Dryad Bark mit dem Rackard Flash zusammen, ziehe das Horn hoch bis hin oben zur Spitze, wo ich dann pures Dryad Bark benutze. Ich mag es gerade bei Hörnern, wenn man unten hell anfängt und oben dunkel endet. Das macht, finde ich, einfach einen schönen Eindruck des Modells und zieht es auch nicht zu lange. Gerade bei so langen Hörnern wie bei seinem Kopf kann es nämlich passieren, wenn man es oben hell macht, dass das Modell einfach zu sehr nach außen gestreckt wird. Und somit schließt man das ganze Modell etwas besser ab und es wirkt einfach schöner. Zu guter Letzt kommen wir jetzt noch einmal zu unserem Weathering Step. Das mache ich genauso wie in dem Video, das wir bereits hochgeladen haben. Das heißt, ich nehme mir Bloodstone von P3 für den ganzen Rosteffekt, den ich schön verdünne und über meine metallenen Flächen ziehe und ebenfalls an manchen Stellen an der Rüstung so als Streaking entlang fahre. Und das Turquoise Ink von AK, um den Grünspann an meinen bronzenen Flächen zu machen. Falls ihr euch das nochmal in Ruhe ansehen wollt, dann schaut doch einfach nochmal in das Video dazu rein. Das verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Wie ihr seht, kommt der lila Schatten in der Rüstung richtig gut raus. Das liegt daran, dass lila und grün einfach Farben sind, die sich eigentlich beißen und deswegen dem Modell so viel Dynamik verleihen. Das kann man durchaus auch mit anderen Rüstungsfarben machen, wie zum Beispiel mit dem Gelb und dem Pink, das wir euch ja auch schon einmal gezeigt haben. Da kann man viel rumexperimentieren. Einfach mal mutig sein mit den Farben.
An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle unsere Patrons, die das Ganze überhaupt erst möglich machen. Und insbesondere unseren Paintomancern und Paintowarlocks Frederik, Freddy, Freckel, Aruka, Juxe, Marco, Scheierlin, Tizian Diamond, Don Vittorio, Halim, Julian, Lord Sicilius, Matthias, Max, Michael, Nachtmar Senior, Nagashur, Patrick, Pingu Tobi, Sumsi, Dorian und Kilian. Falls ihr uns außerdem kostenlos unterstützen wollt, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links zu unseren Partnern PKPro und Taschengelddieb. Und falls ihr regelmäßig bei Amazon einkaufen solltet, macht das doch auch einfach über unseren Affiliate-Link. Also dann, bis zum nächsten Mal. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy. Und heute... Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich gerade sagen will, worum das Video geht. Warum habt ihr eigentlich meinen... Das war René. Mein Cheat-Zettel für meine... Das war René. Ist das eigentlich für die Custodes? Ich glaube schon. Ja, es ist für die Custodes. Wow. Ich wusste das bis jetzt gar nicht. Das habe ich gerade auch erst gesehen, weil ich dachte so, was scheint denn hier so durch? Und dann sind das halt einfach meine Custodes-Strategems.